selbst in den Arsch getreten. Welch entspannende Fahrt. Oh, hier hätte ich jetzt Problem gehabt. War ein bisschen Fail. Das auch. So, Tim 564, willkommen bei den Milchonauten. Vielen Dank für dein Follow. Ja, ich bin am Ziel, ne? Also, ja. Ist scheiße gelaufen. Da haben die sich wohl irgendwie gegenseitig zerbumst. Zu ziehen anfangen. Dann ist natürlich scheiße gelaufen, aber ja. Kann ich auch nichts für, ne? Ja, scheiße. Passiert hin und wieder mal, ne, dass man sich da in der Luft ein bisschen in die Quere kommt. Ja, der Ali hat da irgendwie zwei weggeballert. Tja. Das nenne ich einsam in den Sieg gefahren. Okay. Entspannung. Ja, die war das ja gefeiert. Hey. Happy Birthday. Ich bin immer... Alter, ich hab voll die Verspannung im Nacken. So. Wie viele sind wir denn hier? 10. Cool, dass wir langsam immer mehr werden. Muss ich demnächst mal wieder die Crew wechseln, Albanian und so einladen zu X510. So, fahren wir jetzt noch eine Runde oder machen wir das mit dem Fahrzeug? Das ist die Frage, deren Antwort wir suchen. Oh! Könnten ja auch gleich mal ein paar Jobs machen. Habe ich Angel schon Hallo gesagt? Hallo Angel. Wir können ja jetzt das mit dem Fahrzeug mal machen. Oh! Einer von euch hier in der Lobby darf sich ein von den Fahrzeugen da links schnappen. Irgendeins, was da geparkt ist von den Standardfahrzeugen. Und mit dem musst du so wie vorhin mit dem Insurgent dann versuchen ans Ziel zu kommen, was ich dir gleich markiere. Und alle anderen nehmen den Insurgent oder was auch immer die wollen, außer Kampfhubschraubern so, und versuchen denjenigen aufzuhalten. Nur Rammen ist erlaubt, kein Schießen. Schießen ist verboten.
Gilt auch für Haftbomben werfen und so, ja. Der Bogen, der bekommt, glaube ich, schon erstmal 2 Sterne dafür, dass der in die Karre einsteigt. Alle anderen können sich halt dann entweder ein Kuruma oder ein Insurgent hier besorgen. Oder wenn sie nichts von beiden haben, weiß ich, sollen sie sich da einen Bullenwagen klauen oder so. Wir können ja auch gleich Busted zocken. Das habe ich ja gemacht. Mit 11 Spielern macht das bestimmt auch Spaß. Das ist mal eine geile Idee. Machen wir gleich. Elektrobits 77. Vielen Dank für dein Follow. Willkommen in der Milch Unity. Gönn dir ein Glas Milch. Es freut mich, dass du da bist. Vielen Dank. Vielen Dank. Ihr hört diese Scheißmusik nicht, aber ich höre sie. Sie nimmt euch die Atmosphäre. Die Xbox nimmt einfach den Ton. Ich weiß nicht, warum macht sie das? Sie kann nichts dafür. Diese Sau, die macht es einfach. Oh mein Gott. Ja, was ist los mit euch? Stehen hier alle so trocken rum? Habt ihr keine Fahrzeuge dafür oder? What is the fucking brain? Ja, wenn nicht, dann jagen ihn halt nur 2 Insurgents. Oder wie gesagt, schnappt euch einen Bullenwagen oder so. Ihr könnt den crashen, womit ihr wollt. Von mir aus könnt ihr auch mit Titan reinklatschen, ist mir doch egal. Oh, Hattie ist da. Hallo. Müssen wir eine Minecraft-Lobby machen mit Carlos, Hattie, Angel, Vicky, Core, alle. Minecraften. Aber ich glaube, die haben gar nicht alle eine Xbox, oder? Vicky, Core, bei Vicky und Core bin ich mir nicht sicher. Seymour, weiß ich auch nicht. Na gut, Meteorbogen. So, Meteorbogen, du kannst von mir starten, wir legen los. Fahr los. Warte, nein, 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 noch nicht starten. Stopp. Ich muss dir noch ein Ziel geben. Dieses Mal fahren wir hier zu diesem ultraerotischen Laden. So, jetzt markier dir dann die Stelle. Hier, ich zeig's dir nochmal kurz. Hier in dem schönen Städtchen, dieser hübsche Laden. Ja, wir machen gleich mal eine Runde hier. Busted zocken wir und danach können wir auch mal mein Crash Destruction Derby spielen. Okay, Meteorbogen, ich gehe mal schwer davon aus, dass du deinen Ort markiert hast. Dann steigt alle in eure Fahrzeuge, macht euch bereit. Ich weiß ja, der Delay ist drin, deswegen Meteorbogen, du kannst dann starten, sobald du das hier hörst. Hau rein, lau, fahr los. Und hier Adi, nicht, ne, mit Hubschrauber jagen, nicht abschießen. Wir spielen jetzt was anderes. Also über Folge 600 sind wir schon längst. Boah, ist die Karre so schnell oder tut die nur so? Das ist das Praktische an dem Insurgent, der knallt einfach alles weg. Ja, hier kommst du nicht weit. Da. Ach, shit. Oh, da wurde er direkt zurückgepfeffert. Verkeilt ineinander oder was war das denn hier? Ist schon unfair, ne? Ich weiß. Huah! Au.
Der muss erstmal vom Flughafen hier wegkommen. Ah! Wo ist er denn? Da drüben. Hilfe! Alter, wo ist der? Da! Hilfe, wie ist der denn da hingekommen? Scheiße! Kacke! Just, wir haben ein Problem! Jess the Greatest, vielen Dank für dein Follow! Willkommen im Club! Ist der Stream abgebrochen? Gönn dir ein Glas Milch, mein Freund. Willkommen in der Milch-Unity. Krieg ich schon noch. Und wir brauchen einen, der eine schnelle Karre hat. Den irgendwie einfängt. Alter, wo kommt der LKW her? Boah, ah, kacke, ey, den kriege ich glaube ich gar nicht mehr so. Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Nee, das war's, der ist so schnell. Ja, dann, ja, das ist kacke mit der Fahrzeugdings. Da muss man irgendwie einen Wagen finden, der optimal ist. So haben wir jetzt gar keine Chance mehr. Nee, das wird nichts mehr. Wir bräuchten jetzt einen, der einen Adder hat oder sonst irgendwas, um den einzufangen. Naja, okay, dann hat sich das erledigt. Dann spielen wir gleich Bastard. Weil das ist vorbei, den kriegen wir so nicht mehr eingeholt. Hätte ich jetzt eine andere Strecke gerade fahren müssen. Nö. Jo, ich gebe auf hier an der Stelle erstmal. So. Das hat sich erledigt. Der ist zu schnell. Der Wagen, den er hat. Obwohl wir den schon gedamaged haben. Wir spielen jetzt Bastard. Wir versuchen es jedenfalls. Das war unter Deathmatches. Da gilt nicht abschießen oder so. Abknallen ist verboten. Es gibt einen Flüchtling und ja, der Rest besteht aus Bullen. Ne? Ich hoffe, ihr könnt alle beitreten dann.